Wir befinden uns jetzt hier am Standort Mutgasse. Durch die steigenden Studierendenzahlen in den 1980ern mussten weitere Standorte her. Aber was tun, wenn der Ausbau an der Türkenschanze nicht mehr möglich ist? Eine Lösung hat sich letztendlich hier gefunden. Hier in der Mutgasse befinden sich einige unserer Labore, wo wir an Mikroorganismen forschen und unter anderem an medizinischen Produkten. Aber mehr dazu seht ihr im nächsten Beitrag. Bis gleich. Willkommen an der BOKU in der Mutgasse und willkommen am Department für Biotechnologie. Wir entführen euch jetzt in die großartige Welt der Mikroorganismen und zeigen euch, was ihr in den Mikrobiologie-Übungen alles entdecken könnt. Ihr lernt bei uns nicht nur, wie ihr sicher mit Mikroorganismen arbeitet und wie sie funktionieren, sondern auch, wie man mit ihnen in der Praxis arbeitet. Und das in jedem Labor auf der Welt. Lebensmittel und Biotechnologie funktionieren nicht ohne Mikroorganismen. Sie bilden die Basis. Deshalb müsst ihr euch zuerst dazu in der Vorlesung ein bisschen Theorie aneignen. Dabei lernt ihr Hefen kennen wie Saccharomyces cerevisiae, von der ihr vielleicht schon gehört habt, mit der Brot gebacken wird und die Studierenden das BOKU-Bier brauen, und Bakterien wie Escherichia coli, mit dem biotechnologisch Insulin hergestellt wird. Und auch solche Mikroorganismen, die es gelernt haben, unter extremsten Bedingungen zu leben. Wie zum Beispiel Pilze, die sich von Radioaktivität ernähren, oder Bakterien, die in heißen Schwefelquellen leben können. Die sind nämlich besonders interessant für uns. Ihre einzigartigen Fähigkeiten können wir nämlich für unsere Zwecke nutzen. Und dann wird es auch schon praktisch. In unseren Mikrobiologie-Übungen erlernt ihr das Grundhandwerkszeug der Lebensmittel- und Biotechnologinnen. Um diese winzigen Lebewesen irgendwie sichtbar zu machen, werdet ihr sie entweder auf geeigneten Nährmedien vermehren, wo sie dann zu Kolonien heranwachsen, die ihr mit freiem Auge als Punkte erkennen könnt, oder aber ihr verwendet das Kursmikroskop. In dem seht ihr sogar Bakterien, die oft nur ein Tausendstel Millimeter klein sind. Jede einzelne dieser Zellen ist eine vollständige, leistungsstarke kleine Fabrik. Durch geschickte Auswahl verschiedener Tests werdet ihr in sie hineinschauen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und noch spannender ist es, wie und wo ihr diese Grundtechniken dann anwenden werdet. Durch dieses Wissen kann man mit den kleinen Organismen kommunizieren. So kann man sie als maßgeschneiderte Minifabriken nutzen. Es beginnt mit der Erforschung von Produktionsprozessen in unseren Fermentationsübungen. In diesen Fermentoren wachsen Bakterien, die gentechnisch verändert wurden, dass sie hier ein fluoreszierendes Protein produzieren. Dann wird in unserer Pilotanlage getestet, bis ein Prozess schließlich in großem Maßstab in der Industrie umgesetzt wird. So schaffen wir auf biotechnologischem Weg, was die chemische Synthese oft nicht schafft: klimafreundliche und nachhaltige Produkte statt Energieverschwendung und giftigen Nebenprodukten. Wir untersuchen in unseren Übungen Oberflächen sowie auch unser wichtigstes Lebensmittel, das Trinkwasser, auf gefährliche Keime. Mithilfe der medizinischen Diagnostik identifizieren wir diese Krankheitserreger. Aber Mikroorganismen können nicht nur Nutzen, sondern auch Gefahren für uns Menschen bringen. Nur durch strenge Überwachung von Prozessen und Produkten können ernsthafte gesundheitliche Folgen verhindert werden. Die Techniken, die ihr dafür braucht, lernt ihr bei uns. So bringen wir euch bei, die möglichen Gefahren für Mensch und Umwelt im Auge zu behalten und dabei das große Potenzial der Mikroorganismen zu nutzen. Ihr seht, die Mikrobiologie spielt in den unterschiedlichsten Bereichen eine sehr große Rolle. Nach dem Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie seid ihr also fit für viele verschiedene Bereiche in Forschung und Industrie. Und das Beste ist, ihr könnt überall auf der Welt auf Jobsuche gehen. Die Sprache der Mikrobiologie ist nämlich international. Denn alle Techniken, die ihr bei uns lernt, könnt ihr in jedem Labor der Welt, egal wo, einsetzen. Mikrobiologinnen in Asien, Amerika oder Europa. Alle pipettieren gleich. Noch dazu sind Ausstattung und verwendete Geräte in vielen Labors sehr ähnlich. Solltet ihr also nach eurem Studium einen Anruf aus New York, Rio oder Tokio erhalten, so könnt ihr beruhigt und entspannt eure Koffer packen. Ihr werdet euch im neuen Umfeld sofort gut zurechtfinden und beim fachlichen Austausch mit Arbeitskolleginnen aus aller Welt schnell und problemlos kommunizieren können.
Ihr seht also, die Mikrobiologie-Übungen bieten euch wichtige fachliche Grundlagen, praktisches Anwenden und den Weg zum Arbeiten auf der ganzen Welt. Wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben und ihr Lust bekommen habt, die Möglichkeiten der Natur zu nutzen, um unser Leben auf der Erde nachhaltig zu verbessern, dann sehen wir uns bald an der BOKU, der Universität des Lebens. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in die Welt der Mikroorganismen hat euch gefallen. Hier bei mir haben wir jetzt gleich drei Lehrende anwesend. Ich begrüße hier die Frau Esther Egger. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und die Frau Viktoria Steininger. Auch an Sie, hallo, einen schönen Nachmittag. Und die Frau Christine Brenner. Auch an Sie ein Hallo. Erstmals danke für das wirklich interessante Video. Und wir fangen gleich an mit den Fragen, denn wir haben so viele Fragen und so wenig Zeit. Schauen wir mal kurz, ob wir zuerst mit den... Achso, natürlich, bevor ich es vergesse. Auch die Leonie ist wieder da. Hallo Leonie. Hallo. Und auch natürlich die Theresa von der BOKU4U Studienberatung. Und ihr könnt, wie gesagt, weiterhin eure Fragen in den Chat stellen und wir werden versuchen, sie zu beantworten. Und ich sehe, ihr fragt ganz fleißig. Fangen wir mal an vielleicht mit einer Frage an Sie, Frau Egger. Und zwar, sind die Mikroorganismen, mit denen in den Übungen gearbeitet wird, gefährlich? Die Mikroorganismen, mit denen unsere Studierenden zu Beginn zu tun haben, sind natürlich nicht gefährlich. Sie gehören zur Risikogruppe 1. Risikogruppe 1 bedeutet, es handelt sich um Mikroorganismen, die keine Krankheiten bei Menschen hervorrufen können. Und mit diesen ungefährlichen Mikroorganismen können unsere Studierenden das Handling und den Umgang mit unseren Mikroorganismen perfekt lernen. Wenn sie dann schon gut drauf sind und mit unseren Mikroorganismen gut umgehen können, kriegen sie es natürlich aber auch mit ein bisschen aufregenderen kleinen Tierchen zu tun, mit Mikroorganismen der Risikogruppe 2. Risikogruppe 2 würde bedeuten, dass diese Organismen sehr wohl Krankheiten beim Menschen auslösen könnten, aber nachdem unsere Studierenden zu diesem Zeitpunkt schon den Umgang mit den Mikroorganismen perfekt beherrschen, stellt das kein Problem für sie dar. Außerdem haben unsere Studierenden sich natürlich auch einige nützliche Mikroorganismen herausgeschnappt, wie zum Beispiel Saccharomyces cerevisiae, und haben begonnen, in der sogenannten Brew Crew damit ihr eigenes BOKU-Bier zu brauen. Also sie haben hier gleich das Nützliche sozusagen sich herausgeholt. Und das Lustige, und diese BOKU Brew Crew, die trifft sich regelmäßig und braut dann ihr eigenes BOKU-Bier. Dafür haben die Studierenden schon einige nationale und internationale Preise erhalten. Und für alle Interessierten, das BOKU-Bier kann man sich bestellen. Da gibt es ganz spannende Sorten, die heißen dann Black Hop Mountain Devil zum Beispiel oder den Radler Native oder auch den Sommernachtsschaum, ein Pale Ale Bier zum Beispiel. Ja, vielen Dank. Diese Werbeeinblendung wurde gesponsert von dem Studiengang Lebensmittel und Biotechnologie. So, vielen Dank. Frau Steininger, wir haben eine Frage im Chat bezogen auf Laborplätze und Wartezeiten im Studium. Und da stelle ich Ihnen gleich allgemein einfach die Frage. Es gibt ja doch einen erheblichen Anteil an Übungen im Studium Lebensmittel und Biotechnologie. Wie sieht die Lehre dabei derzeit aus? Diese Fragen haben wir uns zu Beginn der Corona-Situation auch gestellt. Wie soll die Lehre jetzt aussehen? Und wir haben für die zwei Lehrveranstaltungen, die wir betreuen, zwei unterschiedliche Konzepte erarbeitet. Also das erste sind die allgemeinen Mikrobiologieübungen, wo ihr Studierende zum ersten Mal mit Mikroorganismen in Kontakt kommt. Und dafür ist die praktische Übung extrem wichtig. Und dieser Kurs wird in Präsenz abgehalten.
Das heißt, ihr kommt alle in unsere Übungslabors und dieses Konzept für diese Übungen setzt auf drei Punkte. Hier haben wir besonders kleine Gruppen gestaltet. Das hat sich auch für euch Studierende sowie für uns Lehrende eigentlich als sehr positiv erwiesen. Als zweiten Punkt haben wir die Kursanzahl erhöht. Also es werden mehr Kurse in einem Semester stattfinden als früher, um eben auch wirklich allen Studierenden, die das möchten, einen Platz bieten zu können in unseren Übungslabors. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir halten uns an die gerade gültigen Corona-Vorschriften. Das heißt, in diesen Kursen werden dann FFP2-Masken getragen, wobei die Studierenden die Pausen selbst sich einteilen können, wie sie das brauchen. Die Arbeitsplätze haben wir so eingeteilt, um eine Infektionsgefahr innerhalb einer Gruppe, aber auch zwischen den Gruppen, die parallel in unterschiedlichen Labors stattfinden, gering zu halten. Und als besonderes Extra können wir noch anbieten, dass zu jedem Kursbeginn alle Studierenden, die das möchten, einen Test, Google-Test abgeben können, der dann von der BOKU selbst bearbeitet wird. Und damit können wir in den Präsenzübungen, glaube ich, euch Studierenden eine sehr sichere Umgebung zum Arbeiten bieten. In den angewandten Übungen, das sind dann die zweiten Übungen in unserer Mikrobiologie, da setzen wir auf eine Kombination aus Online-Kurs und aber auch praktischer Arbeit. Und diesen Online-Kurs haben wir sehr interaktiv und abwechslungsreich gestaltet, damit ihr einfach auf verschiedene Wege, Kanäle die Thematik arbeiten könnt und dann zusätzlich noch einmal das Praktische üben, was eben neu dazukommt bei den angewandten Übungen im Vergleich zu den allgemeinen Übungen. Ja, also ja. Wie ihr seht, alle, die gerade zusehen, es wird einiges getan, um die Lehre so gut wie möglich fortzuführen und dabei aber auch auf eure Sicherheit zu achten. Vielen Dank, Frau Steininger. Leonie, ich werde die Frage auch gleich sozusagen ein bisschen an dich weitergeben, weil natürlich ist ja doch das Vernetzen von Studierenden ja auch sehr wichtig und es gibt ja eben das Einstiegstutorium. Und wie kann ich mich denn momentan mit anderen Studierenden vernetzen? Gibt es da eine Möglichkeit? Habt ihr da was gemacht? Also im Herbst haben wir probiert, das Erstsemestrin-Tutorium so gut wie möglich noch abzuhalten, mit natürlich kleineren Gruppen und Masken. Da war noch keine Maskenpflicht also draußen. Das heißt, sie haben natürlich alle Abstand gehalten. Also so war eine Vernetzung schon möglich. Und jetzt schauen wir als Studienvertretung, dass wir immer wieder Stammtische online abhalten, dass man so in Kontakt bleibt und noch irgendwie Gemeinsamkeiten findet, sich eben neue Leute auch noch kennenlernen kann. Also die Möglichkeit besteht, wie das Ganze natürlich jetzt im Herbst ausschaut, beim nächsten Erstsemestrin-Tutorium, das wissen wir nicht. Das kommt ganz drauf an, was wir machen dürfen. Wir werden auf jeden Fall alles, was wir machen dürfen, auch ausnutzen, dass die Leute sich möglichst gut vernetzen können. Ja, sehr schön. Nein, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man andere Studierende kennenlernt und es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass ihr da Möglichkeiten findet, um das irgendwie stattfinden zu lassen. Theresa, eine Frage an dich, weil wir sie hier gerade auch aus dem Chat haben, noch von vorhin. Wie läuft denn das Online-Assessment ab? Das Online-Assessment dient eigentlich als Selbsteinschätzung. Also man geht aber Fragen durch, wie stellt man sich das Studium vor, was will man später damit machen. Also es ist wirklich mehr für einen selbst als für irgendjemand anderen. Das wird dann nicht bewertet oder sonst was. Also nachdem man sich online angemeldet hat und das dann durchgegangen ist, dann kann man sich auch fürs Aufnahmeverfahren mit dem Kosten, also mit den 50 Euro anmelden. Also so das Online-Self-Assessment klingt vielleicht ein bisschen gravierender, als es eigentlich ist. Also es ist wirklich für einen selbst, was man danach dann einfach
einschätzen kann, ist das Studium das Richtige für mich oder nicht. Perfekt, danke schön. Leoli, eine Frage an dich noch zum Studium Alltag, sagen wir mal so. Wie zeitintensiv würdest du sagen, ist das Studium? Wie viel Zeit hast du vor Corona an der Universität verbracht? Wie viel Zeit hast du mit Laborübungen verbracht? Also das Studium ist auf jeden Fall ein Vollzeitstudium. Mehr als geringfügig nebenbei arbeiten würde ich keinem empfehlen, weil es sich natürlich dementsprechend verzögert. Es ist eigentlich jedes Semester durchschnittlich mindestens ein Labor dabei. Die dauern unterschiedlich lang. Es gibt Labore, die dauern nur einen Tag. Es gibt Labore, die sind im Normalfall 5 Wochen, sage ich. Also es ist viel zu tun, auch viel Üben dabei, also viel Praktisches. Und bei den Vorlesungen kommt es natürlich immer darauf an, geht man in jede Vorlesung oder nicht. Das muss man immer für sich selber entscheiden, wie viel hilft einem die jeweilige Vorlesung. Aber also man kann gut und gerne jeden Tag im Normalfall ohne Corona jetzt auf der Uni verbringen. Also da gibt es genug zu tun. Das, ja, also ich glaube, ganz genau. So, schauen wir mal, was es sonst noch so für Fragen gibt aus unserem Chat. Ah, Leonie, ich glaube, du warst nicht im Ausland mit dem Studium. Nein, war ich nicht. Weißt du nicht, aber vielleicht eine Frage an die Frau Brenner noch zum Thema internationale Karriere mit dem Studium. Wie würden Sie sagen, stehen die Absolventen und Absolventinnen im internationalen Vergleich da sozusagen? Ja, also mal einen schönen Nachmittag an alle. Ich würde sagen, die stehen sehr gut da. Ja, also international ist es ja schon während dem Studium. Wahrscheinlich hat irgendjemand von Book4U auch schon erzählt über die Möglichkeit, ein Erasmus-Stipendium zu bekommen und damit ein Semester irgendwo ins Ausland zu gehen. Natürlich kommen auch viele Erasmus-Studierende zu uns. Das heißt, es ist ein internationales Hin und Her. Und da kann man schon einmal gut Kontakte knüpfen. Hilfreich ist es natürlich auch, dass Englisch ein fixer Bestandteil des Studiums ist. Wie kann man jetzt eine Ausbildung irgendwie bewerten? Ganz gut lässt sich, glaube ich, ablesen auch an den, daran, wie die Absolventinnen am Arbeitsmarkt gefragt sind. Und also das ist für unser Studium durchaus sehr gut. Ja, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Zahl, die letzte Zahl ist, die ich da habe, aber in Größenordnung stimmt es bestimmt. Also 90% unserer Studierenden haben nach 3 Monaten einen Job oder zumindest eine fixe Jobzusage, was also wirklich schon sehr toll ist. Von den Firmen hören wir immer, dass sie wirklich sehr schätzen, wie gut die Ausbildung in der Praxis ist. Das heißt, sie kommen aus dem Studium und haben schon sehr viel praktische Erfahrung, was wirklich die BOKU auszeichnet und auch das Studium Lebensmittel und Biotechnologie. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich möchte Sie an der Stelle gleich unterbrechen. Wir müssen uns nämlich leider auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Es ist leider viel zu wenig Zeit. Vor allem für so viele interessante Fragen und vor allem interessante Antworten. Ich möchte mich trotzdem bedanken an Sie alle drei, dass Sie heute hier waren und sich die Zeit und Mühe genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Vielen Dank nochmal. Danke für die Einladung. Gut, dann auch an dich, Leonie und Theresa. Wir sehen uns gleich wieder. Wir machen jetzt nur eine ganz kurze Pause, weil es jetzt gleich mit dem nächsten Video weitergeht. Denn an der BOKU stimmt die Chemie. Bis gleich.